Hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Skylander Swap Force in den Arena-Leveln. Mit dabei ist der Drachenbursche und der Jokets, hallo. Und auch dabei ist der Karl und der Benjamin. Ja, und wir haben ja jetzt so ziemlich jedes Story-Level durchgemacht, was uns zumindest bekannt ist. Ja, also mehr gibt's momentan nicht. Dafür gibt's natürlich noch die Arena-Kämpfe, die wir denen wir uns jetzt widmen und die ja auch einiges an Spaß versprechen. Genau. Ja, ja. Das schreit nach einer ordentlichen Feier. Wie mein Großvater schon zu sagen pflegte, es macht keinen Sinn, Girlanden aufzuhängen, wenn du nicht zur Party kommst. Nur weil Chaos besiegt ist, ist das noch längst kein Grund, dein Training zu vernachlässigen. Die Arena ist immer noch offen und dort warten noch viele Herausforderungen auf dich. Das wissen wir, das haben wir auch schon mal gemacht, die Arena. Ja, wir möchten uns den Herausforderungen im Arena-Kampf stehen. Und zwar Team-Überleben, oder? Team-Überleben haben wir kurz. Was? Sammle mehr Punkte als deine Gegner, besiege deinen Gegner, ja doch, aus dem Ring. Ah ja, genau, das andere waren einfach nur gegeneinander. Wir wollen Team-Überleben natürlich machen. Und zwar gibt es hier diese ganzen Arenen, die werden wir auch alle machen. Fangen wir aber vorne an, oder? Die haben wir ja schon. Hatten wir die nicht auch schon? Nee, also wenn die Sterne da sind, haben wir sie geschafft. Ja, dann machen wir einfach jetzt die. Machen wir die zweite einfach, ja genau. Super blöde Stacheln. Ja, die sind echt super blöd. Ich treib's auf die Spitze! Ja, Poppy. Muss ja. Ich nur A drücken, um ihn auch zu verwenden. Sonst wird er nicht verwendet. Anziehen und angreifen. Aber eigentlich könnten sie auch gleich die Charaktere übernehmen, die man sowieso dabei hat. Ich finde es praktisch, dass man halt nochmal gefragt wird. Na gut, wollen wir uns mal nicht beschweren. Ach ja, genau, das war mit dem Punktemultiplikator. Also durften wir uns nicht treffen lassen. Da war was, ich erinnere mich. Warten. Ach, das war im Affenlevel. Was, während wir verflucht sind? Ja, wir sind verflucht, ja. Das heißt? Keine Ahnung. Eisschild. Nahrungsstief. Wolkenfluch! Ah, der Wolkenfluch. Wird uns zwar nicht erklärt, was es ist, aber er sagt, dass es da ein Fluch ist, zumindest. Stufe 1. Nee, gegenseitig können wir uns leider nicht vernichten. Tut mir leid. Aua, wir kriegen permanent Schaden von dem blöden Dings, von der blöden Wolke, glaube ich. Die uns da verfolgt. Ja, wir werden die ganze Zeit von diesen komischen Regenwolken verfolgt. Warum auch immer. Hier kann ich meine gute Fähigkeit gar nicht anwenden, dass ich die Gegner aus dem Ring schmeißen kann. Ich kann sie in die Zacken da zwar reinhauen, also in die Stacheln, aber das zieht ihn auch nicht so viel ab. Haben wir hier auch noch die anderen Fähigkeiten zum Glück, zum Beispiel diese Drehfähigkeit oder so. Was eigentlich auch ganz nett ist. Ich bin gerade ganz schön hoch konzentriert, was ich nicht erwartet hätte bei einem Skylander Spiel. Gut, aber die Wolke macht jetzt zumindest noch nicht so viel Schaden. Nee. Also das ist noch verkraftbar. Wenn wir nicht so oft getroffen werden, dann müsste es eigentlich gehen. Ja, und hier ist regelmäßig Essen, also von daher passt es. Wir sind ja nicht magersüchtig oder so, von daher ist das alles kein Problem. Au. Ja, langsam wird es noch ein Problem. Gegner, der macht die ganz schön. Au. Au. Ach, da hinten, der da ist es. Der das, ja. Die mit Schilden, die sollte man zuerst erwischen. Nein, der hier. Ja, die halten auch schon ein bisschen was aus. Die werden besser. Sind ja, glaube ich, immer au. Nein. Sind ja, glaube ich, mal drei Runden, die wir überleben müssen, oder? Ja, und wir sind immer noch in der ersten. Ja. Und das für sich ist schon irgendwie ein bisschen bedenklich, wenn man. Aua. Ja, gegen die kann man nichts machen. Da muss man warten, bis sie sich ausgedreht haben. Das Einzige, was da hilft, ist warten. Ich will wieder so eine Arena, wo man die Gegner rausschmeißen kann. Das wäre immer so praktisch. Bonusstufe. Ja. Bonusstufe kriegen wir auch noch. Ach, der ist das. Ah, okay. Dann kriegen wir aber ziemlich viel Nahrung hier. Dann lassen wir das Zeug mal liegen, die Nahrung, dann können wir sie vielleicht später mal verwenden. Oh, Wahnsinn. Nee, die müssen wir, glaube ich, nehmen. Meinst du, die verschwindet irgendwann? Ja. Okay. Warte mal kurz, ich muss noch kurz mal in die Optionen reingehen. Warum? Und zwar. Schwierigkeit? Schwierigkeit runterstellen. Nee, eigentlich was anderes. Und zwar. Nee, was wollte ich machen? Die Störung. Ah, kann man das Vibrieren stört mich nicht. Das hört man nämlich, glaube ich, aber naja. Na klar, jetzt hau ich nicht rum. Also diese Wolke, die nervt. Ganz so ein bisschen, ja. Schade, dass wir die nicht irgendwie ausschalten können oder so. Wir werden also nicht versuchen, immer da volle Sterne zu bekommen. Ich weiß gar nicht mehr, für was es die Sterne gab. Eisschild. Stimmt, der macht Schaden den Gegnern. Schön. Ich krieg sowas natürlich wieder nicht, du hast mir zuerst geholt. Er war halt gerade da, als ich da stand. Ja gut, aber ich halt auch mehr aus, weil ich ja höheres Level habe. Genau.
Ich habe ja 300 Lebensenergie mehr, deswegen ist es vielleicht auch ganz praktisch, wenn du den nimmst. Ja doch, das Leben bleibt sogar liegen da oben, die Pizzastücke. Ja, diese, aber nicht die von diesem... Doch, die waren von dem Typen. Sicher? Die waren hässlich mal liegen gelassen. Naja, egal. Wir schaffen die Runde auch so. Oh, aber mit dem Punktemultiplikator wird das nix. Nee, da lassen wir uns doch zu oft. Ja, von diesen. Es ist blöd, wenn man gegen diese kleinen Dinge kämpft, da wird man dauernd getroffen, weil es immer so viele sind. Wobei der Punktemultiplikator. Ja, und vor allen Dingen, das geht auch gar nicht, weil wir haben die Wolken, die uns Schaden machen. Richtig, eben. Da können wir, wo ich glaube, zählen die auch dazu? Ich weiß es gar nicht. Was ist das für ein Golem? Haben wir so einen schon mal gesehen? Was ist das hier? Diese Stufe ist so gut wie fertig. Was ist denn das für ein Golem? Haben wir den echt schon mal gesehen? Weiß es gar nicht. Guck mal, ich hab mir diese Sonnenlicht, diese Lupe geholt. Achso, ich wollte schon sagen, ich werde auch noch von Lupen angegriffen. Ein lupenreiner Angriff, aber das war zum Glück gar nicht der Fall. Ach. Münzen, ganz viele Münzen. Das eben, ist dann super. Kannst du auch bald wieder aufleveln. Ich bin ja schon voll aufgelevelt. Oh. Oh. Ja, Fallschirmjäger kommen hier auch noch. Mich stört eher, dass jetzt hier überall die Stacheln sind. Achso, ja, jetzt. Das ist eigentlich ganz gut, dann kann ich die Gegner mal in die Stacheln reinhauen. Finde ich gar nicht mal so schlecht. Kann ich gut für unsere Sache benutzen. Ja, das ist ja gut, dass du Kraft hast. Die Vibrieren, das nervt echt ein bisschen. Eisschild. Ui. Sehr schön, das ging schnell. Der ging ziemlich schnell kaputt, der Golem, gell? Gehen wir nach außerhalb. Ja, ich schieß von innen die Gegner da außen mal kaputt. Haben wir schon alle, oder? Keinen mehr. Hier sind noch Erfahrungspunkte auf jeden Fall. Da ist noch einer. Ich bin nur eine Stufe aufgelevelt, das ist echt wenig. Naja. Es wird ja auch nicht die letzte Arena sein, die wir machen, von daher kannst du auch noch weiter aufleveln, hoffe ich mal. Ah, spring über die Wellen rüber. Aber wir haben sogar Multiplikator mal 7 momentan, das gar nicht mal so schlecht ist. Jetzt ist er nur noch mal 6, jetzt ist er nur noch mal 5. Blöde Wellen. Du musst übrigens aufpassen, du bist schon hier. Du bist übrigens tot. Nee, oder? Doch. Ja, dann musst du es jetzt machen. Tja, ich hab's ja gerade noch geschafft. Ja, ich bin wahrscheinlich einmal zu oft in die Stacheln rein. Ah, oh Gott, wir haben... Ah, wir steigen auch mal wieder im Portalmeisterrang auf. Ah, top. Warte mal, machen wir zurück. Achso, du bist schon in der Level-Auswahl. Nee, passt schon. Wenn nee, B. Team überleben ist es. Da sind wir richtig, genau. Da haben wir sogar alle 3 Sterne bekommen. Super saure Pflanzen. Empfohlene Stufen 1 bis 5, ich glaube, das haben wir gerade so. Aber die erste Arena war nicht so schwer. Und wir haben ja schon andere Arenen gemacht, die nicht so schwer waren. Ja, ich weiß nicht, wir sind halt auch voll aufgelevelt, deswegen ist es vielleicht ein bisschen leiser. Wir sind nicht voll aufgelevelt. Ich bin voll aufgelevelt. Hätte ich den Typen wieder, dann wären wir auch voll aufgelevelt. Ja. Natürlich, aber wir arbeiten ja dran, dass du jetzt auch voll aufgelevelt wirst. Oder etwa nicht. Ja, doch. Doch, doch. Aber bitte nicht schon wieder verflucht. Überlebensarena. Super saure Pflanzen. Das ist schon wieder dieselbe Arena. Aber die Arenen wechseln. Ja, die Arenen wechseln ja auch. Also später gibt es natürlich auch noch andere Arenen. Die sind ja immer an irgendein Level angepasst. Ekel. Das sind Bonus-Dinger. Ja. Das sind immer die Bonus-Sachen für uns, die uns helfen. Außer natürlich diese komische Wolke, die hat das nicht so ganz geholfen. Stufe 1. Letztes Mal waren noch hier irgendwo diese Pflanzen, oder? Die sind diesmal gar nicht da, die uns helfen. Schon noch. Ah, das da. Nee, das sind die Chompy-Pflanzen. Nee, das sind die Chompy-Pflanzen, ja. Ich wollte schon sagen, jetzt haben wir die Pflanzen da, aber... Ja, Chompy sind lustig. Wir haben ja auch noch ein paar neue Arenen bekommen, dadurch, dass wir die beiden Erweiterungen freigeschaltet haben. Die sehen wir ja dann auch noch irgendwann. Die kommen am Ende wahrscheinlich. Erfahrung, doppelte Erfahrung durch diesen Bonus, ist auch nicht schlecht. Nö. Weil momentan ist echt nur... Ja gut, jetzt merkt man, glaube ich, dass Stufe 1 bis 5 ist momentan noch. Ja gut, ich weiß, woran lag das denn, dass vorhin die Gegner einfach viel schwerer waren. Also ich fand die andere Arena viel schwieriger. Ich weiß, jetzt ist hier ein Egel. Tada. Vielleicht waren die von einer anderen Stufe vorhin, die Gegner. Müssen wir nochmal gucken, wenn wir im Menü sind. Könnte natürlich sein, dass die Gegner ein bisschen stärker waren als die momentan jetzt. Wer weiß. Auf jeden Fall kann man hier seine Kampffähigkeiten ziemlich gut proben. Nein, geh weg, du durch. Du nerviger Durchdreher. Bonusstufe kriegen wir auch noch, ja. Achso, das ist wieder der Nahrungsdieb. Mit dem seine Mütze lustig, die er aufhat. Die ist ziemlich cool. Münzen. Da wird man echt verwöhnt mit Zeug. Essen haben wir gesagt, wollen wir liegen lassen. Genau. Falls wir dir mal etwas Schaden nehmen. Oh.
Das sind aber andere Chompy-Spuckerpflanzen. Ja, ja, das sind andere Chompys, die halt einfach. Ich find's lustig, ich kann die ganze Zeit mit den Typen bei mir, mit mir rumtragen. Also Nitro Magna Charge ist momentan sogar mein Skylander, mit dem ich am liebsten kämpfe. Also mit dem Nitro Magna. Genau, mit dem Nitro Magna Teil. Der Charge-Teil, also der untere Teil, ist eigentlich nicht so praktisch. Deswegen habe ich jetzt auch den Buckler momentan da unten. Weil der so coole Tentakeln hat. Ich mag ihn. Ah, Eisschild. So, ich schieß gleich mal wieder in das Loch rein, wo sie rauskommen. So, und die schmeiße ich auch gleich wieder dahin, wo du herkommst. Aua, aua, aua. Die Gegner ich automatisch vernichte, wenn man sie aus dem Ring wirft. Du kannst sie nicht aus dem Ring werfen. Doch, den einen habe ich gerade irgendwie da rausgeschmissen. Ich komme ja schon wieder, die graben sich ja hier sogar aus dem Boden aus, ey. Unglaublich, die Viecher. Das ist ja schön. Jetzt haben wir sogar einen 10-fach-Multiplikator momentan. Mit den Gegnern wären wir locker fertig. Und das war einer. Wieder ein Golem, oder? Yay, Stufenaufstieg schon erwähnt. Stufe 14. Du steigst immer ungefähr eine Stufe auf pro Arena-Kampf, oder? Momentan. Ja, so ungefähr. Ja gut, es kommt auch wahrscheinlich darauf an, welche Arena wir machen, also wie stark die Gegner sind. Ich glaube, wenn wir jetzt diese Arena fertig haben, könnte ich sogar mir eventuell schon beide Erweiterung-Dingens kaufen. Ja, wäre ja gut, weil das würde uns in den nächsten Arenen bestimmt noch helfen. Weil ganz ehrlich, wenn mein Poppy hier nur ein Oberteil wäre, in Kombination mit einem Unterteil, wäre der einfach mal so sowas von übermächtig. Ja, ist richtig. Ah, so viele Gegner. Aber wir haben nur noch den 10-fach-Multiplikator, also hier sollten wir die 3 Sterne auf jeden Fall bekommen. Das sollte nicht es so schwer. Es geht ja nur um Punkte, die du erreichen musst. Es geht ja gar nicht um den Der Multiplikator ist nur eine Vereinfachung. Ja, richtig, aber die Punkte kriegt man ja wahrscheinlich, wenn man den Multiplikator hat, eigentlich nicht. Also, wenn man down getroffen wird, kann man diese... Haben wir vorhin doch auch geschafft. Ja, gut. Da hatten wir aber auch oft den Multiplikator mal 7 oder so drin. Und jetzt haben wir ihn dauerhaft auf 10. Ja, eben. Also ich glaube, hier sollten uns die 3 Sterne auf jeden Fall sicher sein. Das Schöne ist, dieser Eiswind, den ich hier machen kann, der ist gegen so einen, der haut eine Reihe von Chompies einfach mal ein Stück weg. Ja, die Chompies halten auch nichts aus. Das ist trotzdem lustig. Das ist so Kanonenfutter sind die. Ja, ja, drehen damit er ruhig durch. So viele Gegner. Aua. Was hast du jetzt gemacht? Die Installation der Daten wurde abgeschlossen. Das ist aber schön. Sollte aber gar nicht abgeschlossen werden. Ich habe schon gedacht, das Spiel hat sich aufgehängt, habt ihr schon den Schock bekommen? Ich hatte auch schon Angst bekommen. Aber ich habe auch nichts gedrückt, also. Keine Ahnung. Ich weiß auch gar nicht, was installiert wurde für Daten. Die View macht das ja immer automatisch. Dann siehst du immer so, da leuchtet das orange Licht einfach außen an der View. Ah, der Ekel ist immerhin auf unserer Seite wieder. Oder ist das jetzt ein Böser? Nee, das ist der auf unserer Seite. Au. Dankeschön. Ja, schauen wir über 600, das haben wir sowas von locker. Das wäre das Doppelte einfach von dem, was wir bräuchten. So, ich möchte jetzt aber kurz nach Holzhausen. Ja, genau, ist kein Ding. Um mir die Upgrades zu rollen. So sei es, da will ich nicht groß rummeckern. Aber dann dürfen wir uns ja von Gorm alles anhören. Das kennen wir ja mittlerweile. Der hat ja uns immer viel zu erzählen. Viele interessante Sachen. Willkommen. Ah, nee, Rufus muss uns auch erst noch zulabern. Oh, X. X. Ich habe X gedrückt. Das heißt, ich kann es überspringen. Okay. Oh, tatsächlich. Tatsache. Und wir haben uns das immer angehört. Nee, es kam nur gerade. Das ist so. Kann man Gorm vielleicht auch. Achso, das. Kann man Gorm damit auch überspringen? Hallo, Skylander. Nö. Bist du bereit? Physische Perfektion? Nein, bin ich nicht. Doch, siehst du, kann man auch überspringen. Ah, doch. Hätten wir mal früher drauf kommen müssen. Da hat es jetzt 48 Parts gebraucht, dass wir das mal checken. Wenn du knallst, ist das Tempo. Alter, der leuchtet jetzt so. Der leuchtet jetzt so cool, gell? So also nochmal, was ist das? Wenn du knallst, ist das Tempo erhöht. Und wenn ich aufgeblasen bin, ist die Rüstung erhöht. Okay. Also wenn ich klein bin, bin ich schneller und wenn ich aufgeblasen bin, bin ich größer. Oh, das kann ich mir jetzt noch nicht ganz kaufen. Oh. Sieht aus, jedes Mal, wenn du Schaden erleidest, obwohl ich wüsste sogar fast, wie ich es mir kaufen kann. Alter, schau mal. Jetzt leuchte ich, jetzt bin ich... Jetzt, Alter, wie schnell ich bin. Ja, tschüss. Ist nicht schlecht. Und zwar hier müssen doch die Truhe, die gibt doch auch um die 700. Warte mal, Lebenselement. Wir was, bräuchten jetzt einen vom Lebenselement. Haben wir das dürfte was? Ich dich kurz auswechseln? Nein! Ich wurde ausgewechselt, man hat mich ausgetauscht. Ja. Doppelleben hier. Frischluft gefällig? Nee, momentan nicht, danke. Dann kannst du nicht hier die Truhe aufmachen, dann kann ich wieder. Der Stinkdöler hat aber momentan auch ziemlich viele Münzen. Oh, sogar Portalmeister-Rangaufstieg kriegen wir dafür. So, und jetzt müssen wir noch hier rüber gehen.
Und die auch nochmal machen, die Truhe. Und dann, dann kann ich mir auch noch die letzte Erweiterung holen. Nun gut, so sei es. Ist mittlerweile ein anderes Rätsel. Warte mal. Jetzt kann ich hier irgendwas anmachen. Jetzt kannst du rübergehen. Dafür wird dann bei dir irgendwas aktiviert. Genau, der wird dann aktiviert. Und dann kommt's. Oder auch nicht. Die Frage, was können wir machen? Wenn du in die Mitte gehst, kommst du da nicht wieder weg. Das also ich gehe auf keinen Fall in die Mitte. Habe ich nicht vor. Warte mal, ich gehe jetzt nochmal hier rein. Muss mal gucken, wie ich... Aber warte mal, da komme ich auch nur rüber. So, warte, aber, warte, so warte jetzt... Nee, jetzt könnte ich eigentlich rübergehen. Nee, aber jetzt komme ich zu meinem Grünen, schau. Jetzt kann ich hier rübergehen. Wie komme ich... Warte mal, zum Blauen. Das passt. Ach genau, jetzt komme ich hin, jetzt hier rüber hin. Zum Blauen. Genau. Und dann treffen wir uns in der Mitte. Oder so ähnlich. Na gut, ich komme einfach zu dir, jawoll. Perfekt. Hat doch geklappt. Das war aber mal ein anderes Rätsel, sonst war es immer ein leichteres.